So, guten Tag, da sind wir wieder bei Call of Duty und 1. Und da machen wir mal mit dem nächsten Level weiter. Im letzten Video haben wir ja den Riffleman irgendwas befreit und diesmal werden wir mit ihm etwas machen. Acht. Okay, Mark. We're about ready to ram the gate. Less than 10 minutes from your first shot to pull this off. Take any longer, they'll be sending someone to rescue us. Take out the front guards, concentrating on the machine gun nests. Once the gate is down, get in there and find the Major. Then rendezvous back at the truck. Also in der letzten Folge hatten wir ja den Captain Foley oder ne, das ist der irgend so Captain. Zack. 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 Hey. Hä? Ah, da. Komm her. Mann. Das war ein leckerer Heddy. Ha? Geschmeckt. So. Jetzt sollten die hier überall rauskommen. Dieses Mal müssen wir, glaube ich, die gleiche Person noch mal rausholen. Halt nur woanders. Oh. Um abhauen erschwert die ganze Sache doch nur. Macht sie nur schmerzhafter für euch. Am Ende werden wir eh gesucht. Ja, genau. Überlebt mein Herzschuss, ey. Hä? Ja, wollte schon sagen. Überlebt mein Herzschuss und dann noch von der... von den Dingen, ja. Schießt, puff und... Von dem Scharfschützengewehr. Ah, stimmt. Das ist ja die Szene, ja. Ja, genau. Lutsch mir doch genau ent... Oh, guck dir den... Ach ne, ist ein anderer. Ich hätte... schwören können, dass das der gleiche ist, aber... Ah!
Ja! Boah. Wer hat mich denn da getötet? Es ist niemand hier, der mich töten könnte. Also, wie die Granate hat es sich auch nicht angehört. Ja, ist mal bitte typisch. Wer schießt denn da wieder snipermäßig? Ich kann auch snipern. Komm her. Wo bist du? So, da hätten wir dieses Mission auch schon geschafft. Dann sehen wir uns in der nächsten. Tschüss.